Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Spore. Und ja, da fangen wir einfach mal direkt mal wieder hier an. Ja, eine Woche jetzt später, nach letztem Samstag. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, ich habe mir hier schon... Leute, lasst mich doch mal ausreden hier, Mensch. So, ich glaube, Leute, ihr solltet was zu essen holen hier. So, Leute, ja. Ich bin wieder da mit Spore. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier voll ausgestattet mit... Was ist das denn? Was sind das denn für Dinger da? Ach, das sind diese Fliegen da, okay. Gut, aber die sind ja neutral, ne? Die sind neutral, genau, Leute. Ja, ich hab's mir hier schön gemütlich gemacht mit kalten Kaffee und Apollinaris Lemon. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir das jetzt mal wieder an hier. Genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, die haben wir verbündet. Ich will mal ganz kurz gucken. Wir sind arbeitsam. Okay, Leute, gut. Da müssen wir jetzt eigentlich erstmal... Ah, das braune Dorf möchte uns ein Geschenk anbieten. Geile Party, yay. Dankeschön. Hört euch das mal an. Wieder direkt, wenn schon wieder toll los hier. Jo, geil. Ja, dann, Häuptling, komm mal her und nimm das mal entgegen. Hallo. Coole Party hier. So, Dankeschön. Das ist nett von dir. Dankeschön. Ja, nimm das. Dankeschön. Ihr seid so nett zu uns, ne? Genau. Was sind das für welche? Was sind das für welche? Weiß ich nicht. Braundorf auf jeden Fall. Und ja, cool, Leute. Haben wir am Anfang direkt mal schon wieder hier so einen Support bekommen. Der Häuptling bleibt mal hier stehen. Und ich würde mal all sagen, ihr holt euch mal jetzt hier die... Braundorf möchte uns schon wieder was schenken. Och, das ist ja richtig nett jetzt hier. ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das gleich mal an hier. So, da sind sie wieder. Hallo. Ihr habt so viel Essen, kann das sein? Mir soll's recht sein. Hallo. Wieder die Party hier. Geil. Sehr schön. Auch schön ausgewogen hier der Korb. Schaut euch das mal an. Da ist alles dabei. Vielen Dank. Ihr seid so nett zu uns. Das ist jetzt allerdings nicht so schön. Die Lilanen kommen angeschissen, Leute. Die kommen angegriffen. Hier, schaut mal. Und dann auch noch mit so vielen. Okay, das sind 7 Leute. Gut. Ich brauche den Stamm. Geht mal alle zurück, bitte. Ich muss mich da verteidigen. Die laufen hier wieder rum, ne? Die fliegen da. Naja, gut. Gut, Leute. Ich brauche alle die... Kann ich die... Ah, ich kann die auch so anwählen. Nehmt euch mal bitte hier eine Waffe, Leute. Ihr müsst euch verteidigen. Da kommen nämlich böse Gegner hier. Schaut euch die mal an. Die sind übel gelaunt hier. Die wollen uns an die Wäsche. Ja, so geht's da schon wieder los hier. Ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich nehme das an einem Freitagabend auf. Und zwar an dem Moment, 17. April. Und ich habe vergessen. Oh, Mist. Oh, Mist, 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 Freunde. Ich habe vergessen hier meine Uhr anzumachen. Eine Sekunde. Ich glaube, ich habe 5 Minuten aufgenommen. Genau. Gut, Leute. Jo, dann könnte ich sagen, können Sie mal kommen hier. Aber lasst gefälligst meine Haustiere in Ruhe. Lasst ihr meine Haustiere in Ruhe? So, macht den kaputt, los. Das gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, ein bisschen koordinierter an hier. Einen nach dem anderen kaputt machen und nicht immer die Angriffe auch verteilen. Ist keine gute Idee, Leute. Dann den Axtkämpfer. Ja, den kriegt ihr los. Weg mit dem. Sehr schön. Diesmal hat er auch unsere Haustiere in Ruhe gelassen. Das ist ganz cool eigentlich. So, der versucht unser Gebäude kaputt zu machen. Das kann er schön versuchen. Jo, dann macht ihr jetzt noch den letzten Axtkämpfer hier kaputt. So. Boah, das ist brutal, Leute. Aber das haben wir. Gut, dann repariert das mal. Alles schön zusammen, ja?
Sehr gut. So, wie viele haben die jetzt? 5. Wisst ihr was, Leute? Das kann ich ausnutzen. Natürlich erstmal alle essen, ne? Ist klar. Und dann werde ich mal zu den Lilanen da oben hingehen und die mal mit interagieren, Leute. Genau. Ja, während die da essen gehen, kann ich ja mal ein paar Kommentarschreiber hier grüßen, die hier eifrig dabei sind. Das weiß dann zum einen die Schuhe. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Dir macht das Spiel auch sehr viel Spaß zuzuschauen. Finde ich super. Und dann gibt es noch das Einhorn. Einhornhuhn Schmatterfly oder Genie genannt. Die findet das Spiel auch mega geil. Finde ich auch cool, dass du dabei bist. Und auch neu dazu gekommen ist noch der Retro-Deich. Sei auch du gegrüßt und ja, freut mich, dass du mitguckst. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, sind die fertig. Dann nehmen wir mal 3 dafür. 3 für die Maracas. Und 4 da für die Didgeridoos und einen noch Maracas kommen. Gut, Leute. Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was an den dran bauen können für Sozial, Leute. Hier haben wir doch was. Schaut euch das mal an. Gesundheit 4. Sozial 4, Leute. Was ist das für eine Maske? Kann ich die ihm abnehmen? Sozial 2, ja, die kann weg. Die kann weg. Da sehen wir doch mal, sein Gesicht hier mit seinem Schnauzbart. Oh, Sozialstufe 5. Das ist natürlich noch besser als Sozialstufe 4, ne? Gut, dann nehmen wir die Maske. Das sieht irgendwie komisch aus. Ah, so könnte man das doch machen, dass die Augen da so rausgucken. Genau, das sieht doch cool aus. Schnauzbart, den mache ich noch minimal größer hier, so Ingolenzen-mäßig. Und dann passt das, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Gesundheitsstufe 5, neue Abdeckung für einen Schritt. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ein bisschen mehr aushalten ist immer gut, Leute. Und ja, auch noch ein bisschen so. Ja, das sieht doof aus. Ein bisschen noch. Bisschen größer noch, ne? So, das sieht zwar ein bisschen ungesund aus, aber ist okay. Ja, hier Hüte. Da habe ich schon einen auf. Was hat denn der? Sozial 3. Weiß ich jetzt nicht. Was gibt's denn da? Ah, die kann ich mir eh nicht leisten. Schade, gut, dann. Warte mal, dann mach mal wieder zurück. So. Gut, Leute. Mach ich den Hut einfach mal ein bisschen größer. Und dann haben wir den auch hier schon fertig. Sozial 5. Ja, das findest du gut, ne? So, Leute, dann würde ich sagen, mache ich mir mal einen kleinen Kaffee hier auf. Ich habe wieder meinen Lieblingskaffee aus dem Kaufland. Und ja. So, während die sich da verkloppen, kriege ich mir einfach kurz einen Kaffee. Lass die sich mal verkloppen, da, das ist ganz gut. So, wir müssen den ganzen Stamm mitnehmen, Leute. Da die da unten nur 7 Leute haben, passt das. Sehr gut, dann würde ich sagen... Jo, machen wir uns mal hier auf, um die zu verbünden. Schaut mal hier, schöne Musikinstrumente in der Hand hier. Didgeridoos, Maracas und hier die Flöten. Geil, Leute. Das wird jetzt cool. Gut. Hallo, ihr lila Freunde. Gut, dann würde ich sagen, musizieren wir mal. Gut, los geht's. Stellt euch auf und dann geht's mal los. Genau. Was wollt ihr? Maracas. Okay. Didgeridoos, zum Glück haben wir alles, Leute. Genau, guck mal, das reicht schon fast. Und nochmal. Pinkdorf ist jetzt dein Freund. Sehr schön. Wir wollen aber nochmal. Nochmal. Los. Noch einmal, damit wir uns verbünden, Leute. Ja, wilde Tiere, das ist jetzt egal. Wir haben 147 Futter, Leute. So, los. Eine kurze Pause. Ja, da bin ich wieder, Leute. ja, meine Frau war ganz kurz da und wir haben...
unsere Sachen nochmal neu geordnet, weil wir waren gerade eben einkaufen und ja, genau. Wo waren wir denn hier? Genau, wir waren... Ach Mist, wir haben jetzt natürlich den Moment verpasst, ne? Genau, wir waren hier am Interagieren. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir wollen die Fliegen... Wollen wir als Freunde gewinnen, Leute. Richtig. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter, weil die wilden Tiere klauen unser Futter. Los. Ah, das war das Falsche. Ah, schade. Leute, egal, es kann nicht nie perfekt sein, Leute. Das sind die... Ah, das reicht, glaube ich, nicht, ne? Das reicht... Doch! Okay, sehr gut. Doch, sehr schön. 10. Oh, Pinkdorf ist jetzt unser Verbündeter. Oh, endlich. Wir haben nur noch... Yay! Darauf erstmal Kaffee. Noch eine Buschparty hier. Sehr schön. Und wir kriegen neue Devices hier. Und ein neues Totem, Leute. Batz. Sehr schön. Ja, 2-2, das passt. Du hast das Pinkdorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist beinahe vollständig. Du kannst ihre Werkzeuge und Outfits verwenden. Ja, du findest sie im Schammesplaner. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, genau, ihr kommt mal nach Hause, ja. Genau so. Und wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh. Froschidorf hat 7 Stammesmühlen. Ich muss aufpassen, Leute. Gut, also mit den Roten müssen wir uns irgendwie verbünden. Mit denen müssen wir uns jetzt irgendwie verbünden. Gut, Leute, bevor hier irgendwas schief geht, speichere ich das Spiel nochmal kurz zwischen. Weil, ja, ich will nicht aggressiv sein. Deshalb, ich würde sagen, der Stamm geht hier mal was essen. So, dann geht ihr mal alle was essen, ja? Gut, Leute, während die essen gehen, hier kann ich euch mal so ein bisschen von unserer Einkaufstour so eine kleine Anekdote erzählen. Ach Gott, Leute, es war wieder so stressig. Wir waren in 5 Läden. In 5 Läden und standen vor 5 leeren Klopapierregalen. Ey, das ist doch so... Das ist so furchtbar, wirklich. Ja, keine Ahnung. Also am Ende sind wir dann... Ich weiß, cooles Thema gerade, aber am Ende sind wir dann halt zu feuchtem Klopapier übergegangen, weil es einfach hier nichts mehr gibt. Also ich habe von anderen Leuten hier gehört, zum Beispiel auf Twitter, die haben gesagt, dass es bei denen Klopapier gibt, aber bei uns irgendwie in Köln kriegen sie es nicht hin. Keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber gut. Leute, Geschenk. Versucht denen mal ein Geschenk zu bringen. So, Leute. So, ich möchte mich nämlich mit dem verbünden. Das ist ja die Party hier, ja. Sehr schön. Bevor die uns angreifen kommen, bitte komm jetzt nicht in der Zeit angreifen, ja? Ja, er macht Party hier, ja. So. Hier sind unsere Esel. So. Darauf erstmal gleich Kaffee, Leute. So, aber ich glaube, während die angreifen, können wir die trotzdem noch nicht so aggressiv machen, ne? Gut, Leute, ich hoffe, dass das klappt. Oh, schaut mal hier, da ist ein Gewürzturm. Eine Gewürzquelle. Hm? So, Leute, bitte greif mich nicht an, ey. Bitte nicht. Ich hoffe, ich kann die noch umstimmen. Bitte. Weil das wäre blöd, wenn wir die jetzt bekämpfen würden, weil dann würden wir hier in den aggressiven Bereich rutschen. Und das will ich eigentlich vermeiden. Jetzt komm, bitte, Leute. Akzeptier mein Geschenk. So. Greift den bitte nicht an, ja? So, wie reagieren die? Wie reagieren die? So. Komm schon. So, los. Hier, hast du Geschenk. Los. Und? Oh Gott.
Gott sei Dank, Leute. Wir können den Stamm holen und die... Die sind gelb, Leute. Sehr schön. Die sind gelb. Geil. Das ist jetzt... Ah, Moment. Das nehmen wir nochmal entgegen, natürlich. Na klar. Die wissen nicht, was sie von uns halten sollen. Das ist schon mal gut. Da kommt noch einer und will uns ein Geschenk bringen. Yay! Die Braunen wieder hier. Geil. Sehr schön. Da, da, da. Hey, brüllt die nicht an, Mensch. Die bringen euch ein Geschenk und, ihr brüllt die an. Das ist ja wohl nicht schön. So, Dankeschön. Dann nimm das mal mit. Das ist hier wieder Nahrung. Na komm, nimm's mit. Los, nimm's mit. Was macht ihr da? Warum haut ihr euch kaputt, wenn die jetzt hier ein Geschenk bringen? Ja, sehr gut. Vielen Dank, ihr Braunen. Wirklich super. Okay, der hat ein bisschen Hunger hier, ne? Welcher ist denn das? Ein Didgeridoo-Mensch. Der hat ein bisschen Hunger, Leute. Nom nom nom. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gebt alle nochmal was essen hier. Und ja. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir in dieser Folge die Stammesphase so gut wie fertig, ne? Oh, schaut euch mal die riesen Maracas an, ey. Das ist schon ein bisschen krass, ja. Und die Didgeridoo ist auch hier richtig fett. Na ja, gut. So, der hier. Der da. Genau, er hier. Der muss was essen, Leute. Sehr gut, lasst euch schmecken. Ja, und ich lasse mir hier auch schmecken. Einmal Kaffee. Einmal Mint. Boah, diese Sounds, ey. Moment. Einmal kurz leer getrunken. Hey, nicht so aggressiv, ja? Wir wollen nämlich jetzt hier die Lilanen, die wollen wir bitte verbünden. So, Leute, unsere letzte Tour hier in der Stammesphase. Ich finde die Didgeridoos finde ich so geil, Leute, wirklich. Die Sounds von den Dingern finde ich richtig gut. Ich hört euch das an, wie sie musizieren hier. Richtig gut, Leute, richtig gut. Genau. Sehr cool. Zum Glück haben wir Flügel, weil das geht dann doch wesentlich schneller. Die Sounds, wirklich. Ja, dann waren wir auch eigentlich gemessen an den letzten Folgen sehr lange in der Stammesphase, ne? So, Leute, lasst uns musizieren. Los. So, wir machen das einmal so, damit wir es schön alles sehen. Dann mal los, Leute. Wir wollen euch als Verbündete haben. Wie siehst du in der Geschichte? Oh Gott, das ist so fragil, Leute. Jetzt sind wir schon... Jetzt sind wir nämlich arbeitsam. Ich speichere das lieber nochmal vorher. Weil ich möchte nicht irgendwie abweichen. Ich möchte im blauen Bereich bleiben. So, Stamm. Stellt euch mal auf. Hier die Flöten. Hier die... Ja, Wildtiere, das ist jetzt egal, Leute. So, los. Was macht denn der Häuptling da? Mensch. Bisschen verbuggt hier, oder was? So, Leute, stellt euch auf. Los. So, dann können wir loslegen, oder? Können wir loslegen? Wir können loslegen. Sehr schön. Und? Genau. So, das sind die Flöten hier. Okay. Maracas. Wir kriegen euch. Und das war das Falsche. Ah, da ist nicht gereicht. Ah, doch. Ja, Leute, sehr schön. 10 von 10, sehr schön. Die sind jetzt schon mal mit uns befreundet. Sehr, sehr gut. Okay, das hat jetzt noch nichts gebracht. Gut, nochmal kurz speichern. Weil das... Der Ausgang von dem Ding hat jetzt weitreichende Konsequenzen für unsere nächste Phase. Hey, nicht weglaufen. Ihr gehört schön zu uns, ja? Los geht's, letzte Verhandlung hier. Maracas. Flöten, alles.
alles klar, die wollen alles. Ja, ja, die wollen alles. Und nochmal flöten und... Und yes, Leute, wir haben die Stammesphase fertig. Sehr schön. Sehr, sehr gut. 10 von 10. Alles klar. Geil. Jawohl, Leute. Das ist doch super. Das ist doch echt super jetzt. Geil, ne? Buschparty. Und wir kriegen auch eure Items. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir haben alles. Wir sind die Könige. Batz. Sehr schön, Leute. Du hast das Lavendeldorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir können eine Zivilisation gründen. Geht ihr mal zurück, bitte, ja? Ja, Braundorf, das tut mir aber jetzt leid. Das kann ich nicht entgegennehmen. Wir sind gerade nicht da. Dann gucken wir uns das nochmal an hier. Die bringen uns ein Geschenk. Hallo! Die sind irgendwie sehr nett zu uns, ne? Gut, Leute. Wenn ich jetzt hier draufklicke, Zivilisationsphase eintreten. So, dann müssen wir... Ich hoffe, dass wir noch im blauen Bereich sind. Ja, wir kommen schon. Wir kommen schon. Ja, wir kommen. Wir kommen gleich. Ja, 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 ja. Ist gut. So, da kommen unsere Leute hier. Los. Nicht wieder mitnehmen, ja? Nicht anders überlegen. Och nein. Die gehen weg. Na gut, ist egal. Gut, Leute, würde ich sagen, nehmen wir das... Wie süß, schaut euch das mal an, das Tierchen da. Oh. Nein, 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 nein! Was macht ihr denn? Warum macht ihr das kaputt? Ja gut, dann macht es halt kaputt. Den Eindringling bestrafen hier, los. Gut, Leute, dann hoffe ich mal... Oh, oh, das war ganz schön knapp. Ui, das war ganz schön knapp, aber wir sind arbeitsam. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt haben konnten. Somit können wir wirklich jetzt in die nächste Phase, und zwar in die Zivilisationsphase. Deine Stammestaktik hat deine frühe kulturelle Ausrichtung geprägt. Diese bestimmt den Kurs der Spezialisierung und der technischen Entwicklung deiner Nation. Während deine Nation wächst, entwickeln deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir deine Welt untertan zu machen. Setze sie weise ein. Na Leute, wir haben ja hier angefangen, dann sind wir ein bisschen in den aggressiven Bereich gegangen. Aber jetzt haben wir es hier doch geschafft, dass wir hier noch so gerade so gerade arbeitsam sind. Arbeitsame Stämme sind sprunghaft und greifen je nach Bedarf an oder schließen Bündnisse. Sie sind gute Verbündete, aber Vorsicht. Genau, Leute, wir kriegen jetzt hier nämlich diese Fähigkeiten beim nächsten Mal. Wir kriegen einmal hier eine Werbekampagne und Koloniekoller. Aber das kommt später alles. Gut, Leute, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Zivilisationsphase. Genau, Leute, wir wollen Häuser bauen. Richtig. So, wir machen jetzt nochmal einen riesigen Zeitsprung, Leute. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung vom einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Jawohl. Wir dürfen uns jetzt nämlich ein Rathaus bauen, Leute. Das ist sehr cool gemacht. Wir werden in der nächsten Zeit sehr, sehr viele Gebäude bauen. Das sage ich euch schon mal vorab. Und vor allem sehr viel Zeit hier im Editor verbringen. Neue Kreation, Speicher, was? Neue Kreation? Ach so. Okay. Aber kann man sich denn nicht hier... Moment. Genau, stimmt, Leute. Hier gibt es noch eine Sporpedie. Schaut euch das mal an. Wir können uns hier... Schaut euch das mal an. Soll ich so vor... Hier gibt es nämlich vorgefertigte Gebäude. Schaut euch die mal an. Was sieht davon... Moment, soll ich wirklich... Ja, ich glaube, für ein Let's Play ist das hier besser. Ich glaube, wenn man es privat spielen würde, sollte man dann... Sollte man doch die Gebäude selber bauen. Aber ich glaube, für ein Let's Play... Würde ich sagen...
nehmen wir uns mal ein vorgefertigtes hier. Und ich habe hier doch schon was gesehen, Leute. Das sieht doch verdammt gut aus. So, Rathaus wählen. Gut. Ja. Sehr schön, Leute. Haben wir schon hier unser Gebäude. Das sieht gut aus. Das sieht richtig cool aus, Leute. Das sieht so aus schon wie so ein bisschen Zivilisation. Alles klar, aber das hier oben drauf möchte ich gerne noch so eine Flagge haben. Hier, schaut mal. Schaut euch mal an, was wir hier alles haben. Hier sind halt die, ja, die Baukörper. Also die Gebäudekörper und Dächer, klar. Genau, wir können uns hier quasi jetzt unsere Gebäude zusammenbauen. Konnektoren. Da weiß ich allerdings nicht genau, was die machen. Also da haben wir hier, können wir hier oben sowas dran machen, aber... Nee, oh, die Musik hier finde ich richtig cool. Hier haben wir Türen, Leute. Genau, wir können hier so eine Druckschleuse dran machen und alles. Richtig geil. Richtig cool gemacht. Aber ich glaube, das sieht doch schon echt nicht schlecht aus. Für so eine moderne Zivilisation sieht das echt gut aus. Gut, die Fenster. Aber Fenster haben wir ja auch hier, ne? Oh, ich finde die Musik in dem Editor so stylisch. So, hier haben wir jetzt die Wimpel und Flaggen. Ich glaube, ich packe einfach mal... Geht das hier oben drauf? Nee, leider nicht. Gut. Ich hätte aber ganz gerne was hier oben. Was haben wir? Was ist denn das hier? Antu-Empfänger. Chinkuk-Sensor. Das sieht doch cool aus, Leute. Hier können wir hier oben noch so ein bisschen was dran machen. Wo macht man? Huber-Sucher? Oh, das sieht so cool aus. So, was ist das hier? Noch ein Radar. Radargebäude. Das brauche ich eigentlich nicht für ein Rathaus, ne? Das ist ja nur ein Rathaus hier. Reichstag. Ernsthaft? Okay. Ja, gut. Das passt nicht. Okay, ich verstehe schon. Das Gebäude ist schon zu groß. Aber Moment, was ist das da für ein Ding? Ich glaube... Wo ist denn die Front davon? Ich glaube, das ist das hier, ne? Gut. Was gibt's hier noch? Ah, hier haben wir noch so Formen, Leute, die wir da anbringen können. Tyrannenkanzel. Ja, warum eigentlich nicht hier vorne noch so einen Balkon dran machen? Warum eigentlich nicht, ne? So. Ja, das sieht doch cool aus, Leute. Das sieht doch cool aus. Na, aber eigentlich unrealistisch, ne? Weil hier keine Tür ist, sondern eine große Lampe, oder was? Nö, ansonsten, glaube ich, können wir das erstmal eigentlich so lassen. Aber ich hätte gerne noch so eine Deko hier. Karussell. Das kann ich leider nicht da dran machen, irgendwie. Moment. Hier so ein Radar-Ding. Ach, hier unten können wir was dran machen. Hier unten können wir was dran machen, Leute. Klein Johnny. Oh, genau, machen wir einfach so eine Flagge hier oben dran. Ah, da, genau, das ist die Idee, Leute. Machen wir einfach noch so ein paar Flaggen hier oben dran. Das sieht doch cool aus. Das sieht doch jetzt richtig gut aus. Zum hier Bruder Tucker. Oh, warum eigentlich nicht hier auch sowas dran machen? Ein paar Flaggen hier, ja, warum eigentlich nicht, Leute? Ein bisschen dekorieren ist doch immer gut. So, ansonsten eine Tür vielleicht noch dran machen, weil das sieht irgendwie komisch aus. Ich würde sagen, ich finde ja diese Drucktür so geil, ne? Diese Druckschleuse. Ah, das ist, glaube ich, sogar sowas, ne? Schaut euch das mal an. Ja, kommt. Dann machen wir hier noch so eine Drucktür dran. Richtig cool. Und dann schieben wir den mal. Oh, hier können wir das Aussehen noch ein bisschen ändern. Ich mach das mal zurück, Leute. Ja, cool. Würde ich sagen, haben wir hier schon mal unser Rathaus, Leute. Sehr, sehr schön. Würde ich sagen, nenne ich das einfach mal in Rathaus. So. Warum eigentlich nicht? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, entwickeln wir uns mal. Jawohl, Leute. Ihr wollt Geld verdienen, okay. Alles klar. Geld? Ja. Mhm.
Ihr wollt Geld machen, alles klar. Autos! Wir wollen Autos erfinden. Okay, Leute. Er will auch Autos verbinden, alles klar. Erfinden, meine ich. Und? Was wollt ihr noch erfinden? Pfannkuchen! Okay. Naja, gut. Jo. Wir haben ein Rathaus. Wir haben Geld. Oh, wir haben Autos. Oh ja, Leute. Oh yeah. Großes Feuerwerk. Du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein. Ja, ja, ja. Jetzt geht's weiter mit dem Bauen hier. Genau, jetzt müssen wir uns ein Fahrzeug bauen, Leute. Ein Landfahrzeug. Das ist doch auch nicht schlecht. Guck mal, schaut mal hier. Wir haben jetzt hier so einige Formen. Hier haben wir noch so Cockpits, Leute. Aber ich glaube, ich werde mich hier auch für die Fahrzeuge, um das nicht in die Länge zu ziehen, werde ich mir hier einfach eins aussuchen. Oh, schaut mal, ein Bettmobil. Ja, Leute, wir können Autos bauen. Richtig cool. Wir haben jetzt echt einen 2000 Jahre Zeitsprung gemacht. Oder einen 1500 Jahre Zeitsprung oder so. Oh, das sieht geil aus. Das sieht doch mal mega aus, Leute. Aber der hat nicht viel Wirtschaft. Ich brauche starke Wirtschaft. So, Leute. Ich brauche starke Wirtschaftsgebäude. Sahnesänfte. Das sieht aus wie so ein stinknormales Auto hier. Ja. Pickup. Ah, der sieht eigentlich schon geil aus, das Bettmobil, ja. So, was haben wir hier noch? Deluxe Coupé. Ja, Leute. Ja, der hat leider... Den würde ich gerne nehmen, aber der hat leider keine... keine Wirtschaftsstärke. Nee, dann würde ich sagen, nehme ich... Also, so ein Motorrad ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber nicht, ich würde sagen, ich nehme mir diesen... diesen Rover hier. Gut, Leute. Dann kommt es jetzt hier auf die Fähigkeiten an, Leute. Wir haben Wirtschaftsfahrzeuge, weil wir arbeitsam sind. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftsstärke. Können hier noch Geschwindigkeit und Gesundheitsteile dran machen, aber wie ihr seht, Komplexitätsanzeige. Wir können nicht mehr viel dran machen, unser Autoschirm hier. Aber hier so bling-bling ist doch schon mal gut. Gut, Leute. Ja, die Form brauchen wir nicht. Das Cockpit haben wir schon. Obwohl, eigentlich würde ich gerne, dass... Eigentlich würde ich gerne, dass meine Fahrzeuge fliegen. Einen Moment. Haben wir hier noch... Moment. Haben wir hier irgendwas, was fliegt? Aber nee, Quatsch, das kann ich ja einfach ändern, ne? Das kann ich ja ändern. Mach mal die Räder weg. Das kann ich ja ändern, ne? Zu einem Gleiter hier. Einen Moment, so. Gut. Oder? Nee, oder? Moment. Aber wir haben hier so Beine. Durchschussspule. Gibt's hier denn irgendwas, was gleitet? Ich... Funktioniert das so? Ich bin mir unsicher, ganz ehrlich, aber... Moment. Ich möchte gerne nämlich kein Landfahrzeug haben. Nein, 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 nein. Mach das mal weg. Kann ich nicht alles nehmen und ein bisschen hoch machen vielleicht? Ich würde den nämlich ganz gerne zu so einem Gleiter machen. So, ja, ich glaube, der fliegt ja da. Der fliegt, der schwebt ja jetzt. Ne? Tempo 0. Das hat viel Tempo hier, ne? So ein Kohlenstoffrülpser. Sumpferhitzer. Ja, ja, der hat viel Tempo. Viel mehr Tempo als die Räder hier. Ja, würde ich sagen, mache ich den doch einfach mal hier... Hier hinten dran, wie so ein Gleiter. Ja, genau, Leute. Ich möchte gerne einen Gleiter haben. Das hat jetzt 10%. 38% Gesundheit.
Oh, mein Akku ist fast leer, okay. Würde ich sagen, machen wir hier noch mehr dran. Noch mehr dran, würde ich sagen. Noch mehr so Düsen hier. Oh, schaut euch das an. Richtig cool. Haben wir jetzt 3 Düsen. Okay, würde ich aber sagen, baue ich noch mehr dran. Ich weiß, das sieht ein bisschen krass aus, aber so muss das sein. Oh ne, der in der Mitte, der ist asymmetrisch hier. So, dann würde ich sagen, kann man die noch irgendwie ein bisschen... Den kann man noch Nee, kann man leider nicht. Aber weißt du was, dann mach den in der Mitte hier oben hin. So. Boah, das sieht doch schon echt heftig aus, oder Leute? Ah, der hat jetzt 22, 13 Fahrzeugtempo, 26 Wirtschaft, 372 Life Points. Ich würde mal sagen, ich gebe ihm noch einmal diesen Kohlenstoffrülpser hier oben drauf. So, ja, obwohl, das geht auf die Wirtschaftsstärke, ne? Nee, nee, okay, ich würde sagen, boah, der Gleiter sieht schon echt heftig aus hier hinten. Cool, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir den noch ein bisschen gerade machen. Wow, da, der Antrieb sieht schon echt geil aus. Hier noch so ein Bling-Bling. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier unsere Karre. Wie sollen wir das denn nennen? Ich würde mal sagen, wir nennen die einfach, was ist denn hier wieder passiert? Achso, okay. Wir nennen die einfach Luxusschlitten. So, der sieht doch echt geil aus, oder? Mit dem Antrieb. Alles klar. Cool, Leute. Zivilisationsphase. Das wird cool jetzt, Leute. Weil jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo RTS-Elemente reinspielen. Also Strategie. Leute. Und jawohl! Schaut euch das an. Unser Stamm, Leute. Oh, das sieht so komisch aus. Na ja, gut. Wir haben unser Auto. Wir haben unser Gebäude. Sehr schön, Leute. Das Zeitalter der Technologie und des Transportwesens ist angebrochen. Boah, geil, Leute. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten. Aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir. Mhm, schon bald werden andere Städte entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie einen, um den Fortschritt voranzutreiben. Genau, Leute. Du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung deiner Nation. Beginnend mit der ersten Stadt. Du musst mit anderen Nationen interagieren, sobald sie auftauchen, um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen. Jetzt haben wir hier unseren ganzen Planeten, Leute. Werfen wir einen Blick auf deine Fortschrittsanzeige. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Jede Stadt, die du eroberst, konvertierst oder kaufst, bringt dich deinem Ziel näher, den gesamten Planeten zu kontrollieren. Deine Nation hat anfangs nur eine Spezialisierung. Du kannst aber durch erobere Anstädte auch mehrere erhalten. Kamera brauche ich nicht. Ja, ist gut. Ja, weiß ich schon alles mit der Kamera, Leute. Oder so, Pfeiltasten hier, ja, Mausrad. So. Genau, Leute. Schaut mal da. Ich habe euch ja gesagt, die werden wichtig. Suche in der Nähe nach einem Gewürzgeysir wie diesem, klicke ihn an und schicke dann dein Fahrzeug zu ihm, um ihn in Besitz zu nehmen. Gewürz ist ein wertvolles Handelsgut geworden. Wenn du es abbaust, klingeln die Staatskasse. Das stimmt. Die Ziele deiner Nation werden hier angezeigt. Dein erstes Ziel ist, einen Gewürzgeysir zu besetzen und mit dem Gewürzbau zu beginnen. Die Kontrolle über Gewürzgeysire erhöht deine Produktion deiner Nation. Gut, Leute, würde ich sagen, geh doch mal dahin. Wir haben hier einen Gleiter, Leute. Das ist unser Auto, das wir gerade eben gebaut haben. Hier. Schaut euch das mal an. Das ist ein Gleiter. Und der schmeißt da irgendwas drauf. Und da sehen wir, zack. Wie du siehst, hat der von dir eroberte Gewürzgeysir nun die Identitätsfarbe deiner Nation angenommen, also grün.
klicke auf der Übersichtskarte auf dein Rathaus, um die Kamera dorthin zu bewegen, damit du mit dem Bau deiner Hausstadt beginnen kannst. Okay, Leute, gut. Baut der jetzt hier ab? Ja, Froschi-Nation. Der baut jetzt automatisch hier... Wir kriegen hier unten unsere Kohle. Der baut jetzt automatisch die, ja, die Gewürze ab. Und ich würde mal sagen, hier haben wir doch noch einen, ne? Landfahrzeuge kaufen, Leute. Genau, wir können uns jetzt die Fahrzeuge, die wir gerade eben designt haben, können wir jetzt welche dazu kaufen. Du kannst auch in der Flottenliste auf Fahrzeuge klicken, um sie auszuwählen oder ihre derzeitige Aktivität einzusehen. Ein Doppelklick auf ein Fahrzeugsymbol wählt alle Fahrzeuge dieses Typs aus. Würde ich sagen, Leute. Fahrt ihr mal mit da, mit dem. Genau, Leute, wenn wir rauszoomen, sehen wir jetzt hier schon den Planeten, wo wir drauf sind. Boah, wir sind schon richtig weit entwickelt. Gut, Leute. Kommen wir jetzt einmal hier zum Stadtplaner. Die Register helfen dir bei der Bedienung des Stadtplaners. Kaufe Fahrzeuge, Gebäude oder öffentliche Objekte. Erstelle eine Hymne. Oder rüste deine Bürger aus. Aha, Leute, schaut mal hier. Fahrzeuge. Wir haben Wirtschaftsfahrzeuge. Das ist ganz okay erstmal. Aber später wollen wir natürlich auch hier Kriegsfahrzeuge und sowas haben, ne? Wow, Leute, die Hymne ist richtig gut. wir können Wasserfahrzeuge, wir haben Flugzeuge im späteren Verlauf und wir haben ein Raumschiff, Leute. Kontrolliere alle 12 Städte des Planeten, um ein Raumschiff zu erfinden. Das Raumschiff, was wir vor 3 Folgen in der Kreaturenphase gesehen haben. Mhm, ihr erinnert euch. Schaut mal, hier sind unsere Bewohner hier. Die fliegen hier noch wild durch die Gegend. Dekorationen. Genau, Leute. Wir müssen aufpassen, dass die Bürger zum einen zufrieden sind. Das kriegen wir hin, wenn wir jetzt hier so Dekorationen aufbauen, glaube ich, oder? Nee, erstmal nicht. Okay, Leute. Allerdings, Verteidigung gibt es hier auch. Genau, wir müssen uns früher oder später noch verteidigen. Stadtausstatter. Ach, wir können hier auch noch das Bürgeroutfit ändern und wir können hier so eine Musik machen, Leute. Hört euch, schaut mal. Wir können uns hier noch so eine Hymne generieren. Richtig cool, aber ich würde mal sagen, die lasse ich erstmal so. Die ist schon ganz gut soweit. Wir können hier noch... So. Gut, aber jetzt einfach mal eine schöne lange Hymne hier. Hört euch die an. Genau, das ist unsere Hymne, Leute. Jo, würde ich sagen, haben wir die. Speichern. Den braucht man gar nicht so. Die Hymne ist doch cool. Würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz... Ja, die Folge, die wird im Zeichen der Bekleidung stehen. Erstmal hier, ich würde mal sagen, ich mache dem jetzt mal alles ab hier, was irgendwie mit Steinzeit zu tun hat. Und ich würde sagen, da wir ja im Moment erstmal wirtschaftlich sind, setzen wir dem mal hier so einen geilen Hut auf. So einen Zylinder. Aber am besten ohne, dass die Haare dadurch... so genau, ja. Hm? Schön Zylinder auf dem Kopf. Sehr cool. Maske brauchen wir. Ah, so eine Astronautenmaske. Maske brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir sind ja jetzt zivilisiert, Leute. Ich glaube, ich nehme das hier weg und mach mal hier so einen Rucksack dran. Genau, Leute, machen wir mal so einen Rucksack dran hier. Wir sind jetzt zivil. Genau deswegen sollten wir uns auch mal hier so einen kleinen Rock kleinen Rock überziehen. Genau, Leute. Das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. So, genau. Und gibt es hier nicht noch eine normale Hose? Gibt es hier nur Frauenröcke? Na gut, dann seid ihr halt alles Frauen. Dann würde ich sagen... Jo, ziehen wir den mal an hier. So, Leute. Ich
Ich weiß, meine Uhr klingelt gleich, aber das möchte ich gerne noch fertig machen. So, ziehen wir den mal komplett mal hier ein bisschen an. So, das steht ab. Das da sollte nicht sein. So, ich weiß, sieht ein bisschen unregelmäßig aus, aber das passt schon so. Gut. Du hast jetzt was an. Bist du zufrieden damit? Jo, sieht so aus. Guck mal hier, Zivilsenator. Sieht aus wie so ein Politiker. Cool, ja? Cool, cool. Würde ich sagen, machen wir auch. Machen wir auch dran. Am besten ein bisschen größer, wa? Ja, ein bisschen größer. So, und dann können wir hier auch... Ah, cool. Das Einkleiden finde ich richtig cool. So. Genau. Genau so, Leute. Und ist hier irgendwas? Hier gibt es noch so... Bürsten, aber... Hä? Was soll ich mit einer Bürste? Konnektorplatte. Ernsthaft? Muschelpanzer. Das sieht doch cool aus, Leute. Muschelpanzer. Schaut euch den mal an. Och, schade, Leute. Da ist meine Uhr gerade angegangen. Aber ich mach das noch kurz... Ich mach das noch fertig. Ran, so ein Schornstein, bitte. Was? Nee, danke. Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Ah, jetzt können wir ihm hier noch so... sowas hier geben. Aber er hat ja schon Haare, ne? Er hat ja schon Haare. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich dem keine Haare gemacht. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Aber ich würde mal sagen, dann mache ich ihm halt eine lustige Frisur. Ist doch auch nicht schlecht. Ja, das, nee, das sieht doof aus. Nee, dann hat er halt keine Haare, Leute, ganz ehrlich. Aber hier so ein Goldkettchen, das können wir doch machen. Hier so ein Bling-Bling. Genau. Sogar richtige Größe direkt. Zack. Eine Schleife noch dran machen. Nee, ich glaube... Oh, er ist auch schon fast voll. Was haben wir hier? Schädel? Nö. Schade, Mensch. Ich dachte halt wirklich... Ist das Metallmütze? Ich dachte wirklich, wir können dem keine Haare mehr machen, aber wir können ihm ja doch Haare machen. Soll man das vielleicht so machen? Dann hat er halt eine komische Frisur. Ja, ist doch okay, oder? Dann machen wir zurück hier das Ding. Dann hat er halt so eine komische Frisur. Genau, aber die Augen, die sind ein bisschen verdeckt. Ah, das sieht nicht gesund aus, eh wirklich. So. Also sieht das doch gut aus, Leute. Da hat er jetzt noch eine schöne Frisur hier dran. Hier hinten geben wir dem auch nochmal ein paar Härchen. So. Die stehen ein bisschen ab. Das können wir ein bisschen... können wir das ändern? Das können wir ändern, ja. Ja, genau so. Sieht doch ganz gut aus, oder? Sieht ein bisschen aus wie so George Washington. Finde ich doch... Ist doch ganz cool. Jo. Leute, auf dem Rücken können wir dem noch ein bisschen was geben. Aber ich glaube, wir haben ihm schon einen Rucksack gegeben. Das reicht, glaube ich, erstmal jetzt, ne? Oder? Maske? Nee, nee. Wir sind ja nicht bei The Masked Singer. Ich muss auch die Folge beenden, Leute. Ja. Gut, sehr gut, Leute. Oh mein Gott, bitte stürzt dich ab, Spiel. Gut, Leute. Jetzt haben alle hier schon das neue Design an. Schaut euch das mal an. Oh. Okay, Leute. Gut, beim nächsten Mal, würde ich sagen, kreieren wir hier unsere nächsten Gebäude mal. Und ihr seht, Geschütztürme. Wir müssen uns verteidigen, Leute, weil es werden auch Kriege kommen. Es werden definitiv auch Kriege kommen. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, speichere ich das ganze Ding mal. Und ja, wenn euch... Mache ich jetzt die Folge zu Ende. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Die Kohle fließt. 2000 Min pro Minute. Das ist ganz gut. Und ja, da würde ich sagen... Och Leute, ich wollte gerade die Folge beenden. Okay, da kommen die Nächsten, Leute. Die Nächsten haben sich entwickelt. Okay. Was sind das für Häuser?
Naja, gut. Ein weiterer Stamm deiner Spezies hat sich auf deinem Kontinent eine Stadt errichtet. Du solltest sie erobern, solange sie noch schwach ist oder zum Verbündeten machen. Das sind die einzigartigen Superfähigkeiten deiner Nation. Wenn deine Nation wächst, werden sie von deinen Bürgern entwickelt. Schaut mal hier, wir haben so eine Bombe. Statikbombe. Da sehen wir jetzt hier die anderen schon. Ah, die sind uns freundlich gesinnt. Das ist gut. Das ist gut. Und wie ihr seht, die haben andere Gebäude. Eine Fabrik. Okay. Ah, stimmt. Eine Fabrik bringt auch Geld rein. Ja, ja, stimmt. Und andere Musik. Genau, Leute. Wir haben hier unsere Landesgrenze. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie alle. Die sind gelb, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal und ja, ich muss die Folge beenden. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Das geht spannend weiter, Leute. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.